Ja, allein, ob das nicht ein bisschen heuchlerisch ist. Die PDR ist also so undifferenziert. Lassen Sie bitte mal solche Unverschämtheiten hier aus dem Raum, wirklich. Dann können Sie das Interview alleine machen, ernsthaft. Ich ziehe doch an. Nee, also, ziehe doch an. Nein. Also, wenn Sie die PDS undifferenziert... Diskutieren heute Abend mit mir. Und dann müssen Sie also auch Ihre Fragen an mich richten. Es ist richtig, Herr Schulz. Es ist richtig, und ich würde das auch persönlich für richtig halten, dass die Jungsozialisten nicht in ihre Wahlveranstaltungen kommen, dass die, wie andere Leute auch, ganz genau wissen, dass nicht sie das Sagen in den Unionsparteien haben, sondern Franz Josef Strauß, und mit dem setzen sie sich auseinander. Ihnen, Herr Bundeskanzler, möchte ich an dieser Stelle noch einmal meinen Respekt aussprechen. Respekt. Kommt jeden Tag was Neues hinzu, das stelle ich in diesem Amt fest. Man denkt, es gäbe genügend Krisen, aber es kommen immer neue. Der alte ostfriesische Spruch, Sitaku issus, Philosophus mansissus, gilt allemal auch im politischen Geschäft. Würden Sie zum Abschluss die Freundlichkeit haben, das zu übersetzen? Wenn du geschwiegen hättest, wärst glatt ein Philosoph geblieben. Es ist alles dazu gesagt und wie gesagt, wenn alles gesagt ist, ist alles gesagt. Wir wollten Sie bitten, doch einen kleinen, ganz kleinen Tierfilm live für uns zu drehen. Bitte über mal diese Mäuse. Diesen Burschen zu halten. Ja, die haben eine gute Verdauung hier. Fangen wir mal mit einer Großaufnahme an. Schauen Sie mal, das ist jetzt so schön eingestellt, dass ich direkt das Köpfchen in Großaufnahme bekomme. So alle 7, 8 Wochen bekommen sie Junge, also dass man gut als kleiner Bursch beschäftigt, so wenn man hier, sie bei sich daheim züchtet. Das sind jetzt Max und Moritz, nennen wir die einfach mal. Nett. Oh. Wir haben aber wirklich, die machen hier Pipi ununterbrochen. Ja. Ja, liebe Tierfreunde, nicht immer nur die kleinen Kuschelhamster, Kaninchen, die kleinen Feldtiere. Dieses Lebewesen ist genauso vom Schöpfer auf unserem Planeten gesetzt wie die anderen. Und ich zum Beispiel habe Schnecken ganz toll lieb und kuschel oft abends mit ihnen, wenn ich von der Show nach Hause komme. This guy kills by constriction. He'll wrap around its victim and tighten its coils and begin to squeeze until the animal suffocates. Erfolgreicher war da schon dieser Makake, der im Juli in Osaka die japanische Polizei narrte. Vielleicht hat er seinen Artgenossen in Singapur einfach mehr kriminelle Energie voraus. Skrupellos nahm er sogar eine Katze als Geisel, um sich dann auf Nimmerwiedersehen davon zu machen. Da die Hawaii-Inseln mitten im Meer entstanden sind, tausende Kilometer entfernt von jedem Kontinent, die ursprüngliche Tierwelt entsprechend karg. Ist da die Kamera? Geschicktes Klettern, das liegt den meisten Papageien. Doch Kakatua sanguinea, die Lebenslustigen, sie klettern am Draht zum Zeitvertreib, nur so zum Spaß, aus Freude an ihrer Geschicklichkeit. Im richtigen Zirkus käme jetzt der Trommelwirbel. 1, 2, 3, jawohl, dreifache Bauchwelle und Zugabe. Der brasilianische Arouana fängt sogar seine Beute im Flug. Je imposanter die vergrößerte Schere auf das andere Geschlecht wirkt, desto mehr Chancen ergeben sich für eine schnelle Paarung. Aber diese Methode hat auch ihre Tücken. Alle Sympathie gilt der tierischen Intelligenz. Kleine Freunde überraschen bisweilen mit erstaunlichen Leistungen. Zum Beispiel das Eichhörnchen als Automatenknacker.
Dieser Hund hasst Klaviere. Ja, spielst mit? Hier bist du. Na, mach! Ja, zu doof zum Klavierspielen, wie alle Hunde.